Hallo, wen habe ich denn jetzt vor der Kamera, vor dem Mikrofon? Britta Meyer-Brunhuber, eine der zwei Konferenzdirektorinnen oder Direktoren der Landeskonferenz 2015 in Schweinfurt. Sie können mir doch bestimmt was erzählen. Was waren die Highlights bis jetzt? Was wird noch kommen? Und ja, vielleicht so ein bisschen so ein Einblick. Also die Highlights waren mit Sicherheit einmal der Andreas Kümmert, mit dem haben wir am Donnerstagabend im Ruderclub gestartet, haben dort unheimlich gut gegessen, gefeiert, sind angekommen, haben Netzwerke geknüpft, haben gestern Abend in Grafenrheinfeld mit dem Grußwort des Landrates Töpper gestartet und konnten dort auch noch eine schöne Party feiern. Tagsüber haben wir tolle Programmpunkte, also wir haben die Möglichkeit bekommen, von ganz vielen Industriebetrieben Einblicke zu erhalten. Wir haben tolle Kunst- und Kulturprogrammpunkte gehabt und die Mitglieder können sich natürlich auch gerne hier zu Fuß, zu Fahrrad und auf dem Wasser auch freizeitlich vergnügen. Was wird denn heute noch geboten? Was wird denn heute Abend im Programm stehen? Also heute sind wir ganz besonders stolz, dass wir den Thorsten Havener gewinnen konnten. Der macht heute einen exklusiven Vortrag für uns in der FH. Und dann haben wir heute Abend noch die Big Rabbit Big Band und einen ganz tollen DJ im Mercure, um dem Tag heute, der wichtig war für unsere Delegierten, die haben ihre Versammlung heute gehabt, einfach einen würdigen Abschluss auch zu geben. So, hallo, ich bin also heute in der Fachhochschule in Schweinfurt und habe jetzt den Spezialisten für Körpersprache vor dem Mikrofon. Und jetzt habe ich ein paar Fragen an Sie. Erste Frage: Wie muss ich mich verhalten oder wie muss meine Körpersprache aussehen, wenn ich beim Chef besonders gut ankommen möchte? Das kann man pauschal nicht sagen. Also generell ist die Körpersprache ja immer dann richtig, wenn wir nicht drüber nachdenken. Das heißt, wenn wir uns im Alltag ganz normal miteinander unterhalten, dann ist unsere Körpersprache automatisch richtig, weil wir nicht drüber nachdenken. Vielleicht hat man den einen oder anderen Tick, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Wir sind ja alles Charaktere und sollen auch solche Ticks haben. Und sobald ich jetzt anfange, drüber nachzudenken, wird die Körpersprache irgendwie komisch. Das heißt, ich würde niemals einen Tipp geben und sagen, machen Sie mit den Händen das und das, wenn Sie beim Chef besonders gut dastehen möchten oder vermeiden Sie die Geste, weil das geht völlig in die Hose, weil dann fangen wir an, über Dinge, die wir normalerweise unbewusst machen, nachzudenken und das funktioniert nicht. Generell wissen wir aber alle, offene Körperhaltungen sind immer gut, wenn wir entspannt da sitzen. Und was auch immer hilft, ist, sich mal anzuschauen, wie sitzt denn der Chef da? Was macht der denn so? Hat der irgendwelche Gesten, die der besonders oft macht? Und dann kann man vielleicht auch mal so eine Geste aufgreifen. Kann aber auch gefährlich sein, weil wenn der Chef sich dann nämlich nachgeäfft vorkommt, wenn der also merkt, dass wir sowas machen, dann wird es wiederum schwierig, dann kann das in die Hose gehen. Also am besten ganz natürlich bleiben und eben nicht über die Körpersprache nachdenken. Noch eine weitere Frage, und zwar, was kann ich machen, wenn jetzt ein ganz schlechter Montag ist, die Kollegen lassen alle die Köpfe hängen, kann ich die irgendwie mit meiner Körpersprache motivieren, dass sie besser drauf sind? Also generell ist es ja so, alle Macht kommt von innen. Das bedeutet, wenn ich Menschen beeinflussen will, dann geht das immer von mir aus. Und das wiederum heißt, wenn ich mit meiner Körpersprache dann gutes Vorbild bin, ist das letzten Endes mal das Einzige, was ich machen kann und eine Sache, die auch meistens sehr gut funktioniert. Das bedeutet, ich kann gucken, dass ich selber eine ordentliche Körpersprache habe und damit die anderen einfange. Und eine gute Körpersprache ist halt eben nicht, den Kopf hängen zu lassen oder nach unten zu schauen, sondern positiv nach oben schauen, auch mal mehr lächeln als die anderen vielleicht. Und irgendwann fängt man sie dann schon ein. Und das mit dem Kopf nach oben halten, das hat sogar einen wissenschaftlichen Hintergrund. In Amerika, da gibt es eine Klinik, wo depressive Menschen teilweise mit einer Halskrause behandelt werden. Und Halskrause deshalb, weil die dann nicht nach unten gucken können und depressiv sein können, sondern die sind gezwungen, durch die Halskrause nach oben zu schauen. Und Studien haben gezeigt, wenn wir nach oben schauen, wenn wir geradeaus schauen, haben wir wirklich bessere Gedanken, als wenn wir nach unten schauen. Funktioniert also hundertprozentig. Kann man Körpersprache erlernen? Wo kann man sie erlernen? Wie kann man sie erlernen? Also auch hier, wir machen ja ständig Körpersprache, wir setzen die ja ständig ein. Also angenommen, Sie wollen ins Kino gehen und der andere hat vielleicht keine Lust, dann werden Sie den überzeugen, auch mit Ihrer Körpersprache. Und Körpersprache lernen, klar, kann man natürlich, ich habe das ja auch gelernt, ich bin ja auch nicht auf die Welt gekommen und konnte das alles schon. Da gibt es natürlich jede Menge Bücher, die man lesen kann, aber generell nochmal, einfach auf sich selber hören, in sich selber reinhören und gucken, was sich gut anfühlt. Und das, wobei wir selber ein gutes Bauchgefühl haben, das ist meistens von der Körpersprache her auch richtig. Jetzt, wenn wir zwischen die Völker gehen, mal zwischen die europäischen Völker, gibt es denn große Unterschiede in der Körpersprache, zum Beispiel zwischen Franzosen, Italiener und Deutschen? Verstehen die sich überhaupt?
Also es gibt natürlich körpersprachliche Unterschiede, allerdings immer nur bei Dingen, die wir angelernt haben, also bei Gesten, die wir interkulturell haben. Also zum Beispiel, das hier ist bei uns ein Zeichen für, das ist ganz hervorragend. In arabischen Ländern ist das aber dasselbe wie bei uns, der ausgestreckte Mittelfinger. Da muss man also höllisch aufpassen. Mich interessieren vielmehr die Dinge, die bei allen gleich sind. Denn wir haben viel mehr körpersprachliche Signale, die bei allen Menschen gleich sind, als wir Signale haben, wo es sich unterscheidet. Und die finde ich spannend. Zum Beispiel machen wir alle die Augen größer, wenn wir von irgendwas begeistert oder interessiert sind. Wir machen alle die Augen schmaler, wenn wir ins Detail gehen wollen, mehr wissen wollen, irgendetwas. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob ich in Japan bin oder in Afrika oder in Amerika oder in Europa. Wenn jemand diese Geste hier macht, diese Mimik, dann bedeutet das immer, jetzt würde er gerne mehr über den einen Punkt wissen, den ich gerade angesprochen habe. Und sowas finde ich sehr viel spannender, als mich auf die Unterschiede zu konzentrieren. In der Körpersprache kann man sich auch verraten, ob man lügt, ob man nachdenkt und so weiter. Ist es dann in allen Sprachen, in allen Ländern gleich, wenn einer zum Beispiel etwas nachdenkt, wie ich jetzt gerade nach oben schaue oder so? Ist es überall gleich oder gibt es da Unterschiede? Da gibt es tatsächlich keine Unterschiede. Es gibt auch hier keine Gesetze, sondern es gibt Regeln. Bei fast allen Menschen ist es so, dass wenn sie an ein Bild denken, dann schauen sie nach oben, um die Informationen abzuholen im Kopf. Fast jeder, wenn er nach unten schaut, denkt an ein Gefühl, an eine Emotion oder er führt ein Selbstgespräch. Und fast jeder, wenn er zur Seite schaut, denkt an ein Bild. Also zum Beispiel, wie sah die Tapete in meinem Kinderzimmer aus? Wenn Sie das jemanden fragen, dann gehen die Augen bei fast allen zur Seite. Das ist, wie gesagt, bei fast allen Menschen so. Und um rauszufinden, ob derjenige auch so tickt oder nicht, kann man einfach Kontrollfragen stellen. Das allerdings wiederum ist auf der ganzen Welt gleich. Wie verhält man sich bei einem Bewerbungsgespräch? Was macht man da am besten, dass man am besten rüberkommt, am schönsten rüberkommt? Also ein Bewerbungsgespräch beginnt ja, bevor ich den Raum betreten habe. Und wenn ich in ein Bewerbungsgespräch gehe, sollte ich mich eben nicht über meine Körpersprache oder sollte ich eben nicht zu viel über meine Körpersprache nachdenken. Das sollte alles vorher schon passiert sein. Und meine Körpersprache stimmt, wenn ich hundertprozentig selbstsicher bin, wenn ich weiß, ich habe alles, was ich für diesen Job brauche, ich würde gut in dieses Team passen, ich bin locker, ich bin entspannt, dann wirken wir richtig gut, wenn wir eben nicht über diese Dinge nachdenken. Und um dahin zu kommen, das allererste, klar, sehr gut vorbereitet sein. Das zweite, schaut euch mal um, wie derjenige oder wie alle anderen so rumrennen, die in diesem Job arbeiten, dass ihr auch von der Kleidung her da angemessen gekleidet seid. Ihr wollt ja nicht der Einzige sein, der im Anzug da sitzt, wenn alle anderen in Jeans rumrennen. Ihr wollt aber auch nicht in Jeans kommen, wenn alle anderen im Anzug rumrennen. Also vorher mal gucken, wie sind die anderen so angezogen. Das hat ja auch mit Körpersprache zu tun. Und das Letzte ist, wir sollten, bevor wir in das Vorstellungsgespräch gehen, eine Geste machen, die uns selbstsicher macht. Das ist das sogenannte Power-Posing oder Power-Gesten. Und auch da hat eine Sozialpsychologin, Amy Cuddy heißt die, hat herausgefunden, dass unsere Gesten unsere Emotionen beeinflussen. Das bedeutet, und wenn sich das noch so bescheuert anhört, probiert das einfach mal aus, reißt vor einem Vorstellungsgespräch die Arme nach oben und lächelt euch selbst im Spiegel an. Und wenn ihr das nur 2 Minuten lang macht, werdet ihr sehr viel selbstbewusster wirken, als wenn ihr da ganz normal reingeht. Das ist eine Studie, die wurde gemacht in Amerika und es wurden tatsächlich diejenigen, die vorher so eine Powergeste gemacht haben, die wären alle eingestellt worden und die, die vorher keine gemacht haben, die wären nicht eingestellt worden. Also auch wenn sie es komisch anhört, macht so eine Powerpose vorm Vorstellungsgespräch alleine. Also es sollte keiner zuschauen. Und ihr werdet sehen, es funktioniert besser, als wenn ihr sie nicht macht. Was sind Ihre nächsten Ziele als Künstler jetzt? Also kann man überhaupt Künstler sagen? Sie sind ja doch, geht ja schon in die Wissenschaft. Nee, ich bin überhaupt kein Wissenschaftler. Ich bin auf jeden Fall Künstler. Ich bin jemand, der Menschen unterhält. Und meine Ziele sind erstmal nach wie vor mit dem aktuellen Programm, mit dem Körpersprache-Code viel unterwegs sein. Und ab 2017 gibt es dann ein neues Programm. Da bin ich ja schon am Schreiben, da bin ich schon Ideen am Sammeln und Texte am Schreiben. Und mein Ziel ist natürlich, dass ich mit dem Programm dann genauso viel unterwegs bin wie jetzt mit dem Körpersprache-Code, weil Abendprogramme spielen ist tatsächlich das, was mich als Künstler am meisten antreibt, wo ich am meisten Spaß dran habe. Also wenn ich mich so überlege jetzt, können Sie eigentlich noch normal mit Menschen essen gehen oder so, ohne dass Sie sie gleich dann beurteilen oder abschätzen? Naja, man muss ja schon unterscheiden zwischen dem Bühnenmenschen, der auf einer Bühne steht und andere unterhält, und zwischen dem, der privat einfach mal mit Freunden weggeht. Und klar, auf der Bühne bin ich immer noch derselbe, das ist schon klar, aber ich zeige natürlich so ein paar Facetten nicht. Und privat ist es so, auch da zeige ich Facetten, die ich auf der Bühne habe, die zeige ich natürlich nicht. Die Bühne kann ja auch durchaus ein Ventil sein, mal sich anders zu verhalten. Und ich kann da durchaus sehr viel anders sein als auf der Bühne, muss gar nicht ständig reden. Und
privat ist es auch so, da muss ich nicht ständig Kontrolle haben über alles. Zu Hause, da hört ja noch nicht mal der Hund auf mich. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und haben Sie mich auch schon eingeschätzt? Ja klar, ich schätze natürlich, wie wir alle, also jeder schätzt ja einen anderen ein, sobald derjenige den Raum betritt. Das fängt an beim Gang, das fängt an beim, wie schüttelt derjenige einem die Hand, wie blickt er einen an. Das machen wir alle automatisch. Das heißt, das, was ich mache, das ist gar kein großes, geheimes Wissen. Das kommt uns allen nur so vor, weil wir uns nicht mehr richtig damit beschäftigen. Das, was ich mache, ist letzten Endes etwas, das wir alle machen, ohne uns wirklich darüber bewusst zu sein. Und ich würze das halt noch ein bisschen mit Illusion und mit Unterhaltung. Das ist es. Also gut, dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Programm. Sehr gerne. Dankeschön. So, hallo, und wie ist denn heute Ihr Resümee jetzt? Ist ja fast vorbei, fast vorüber, der letzte Tag. Wie ist es denn gewesen? Also es ist spitzenmäßig gelaufen. Also wir haben in der Organisation vorher einiges geleistet. Und das Wichtigste ist unser ganzes Team. Also die Mitglieder der Wirtschaftsunion Schweinfurt haben alle zusammen angepackt. Und von daher war das auch logistisch sehr gut gehandelt.